So, Grab ist gemacht. Weiter geht's. Jacob finden. Oder was heißt finden? Wir wissen ja, wo er ist. Hinterherkommen ist die Sache. Oh, da geht's auch noch wieder komisch hoch. Wow. Das heißt, scheint der offizielle Weg gewesen zu sein. Bisher. Also schauen wir wo alles anders nach. Also muss ich Flaggen zum Verbrennen finden. Ah, was zum Verbrennen. Was zum Verbrennen muss ich aber erst vorher finden. Genau. Ja, ja. Stoff ist voll. Das ist gut eigentlich. Sonst noch was? Nope. Und aufgedeckt ein Dokument. Bitte sei nicht unten, bitte sei nicht unten. Okay, da kommen wir ja. Okay, ich glaube, das stimmt nicht so ganz, die Anzeige. Na gut. Bleibst du da oben? Okay, dann weiß ich nicht, wo ich dich finden soll. Vielleicht ist ein Story automatisch aufgedeckt. Das, wir gehen einfach mal Richtung geradeaus ungefähr ist weiter, ne? Aber vorher einen kurzen Guck. Ach schon, du hast nicht geöffnet. Toll, Pfeile. Giftpfeile. Will ich nicht zu viele Plakate verpassen, aber unten waren auch noch welche, die ich nicht anzünden konnte zu dem Zeitpunkt, also naja. Wäre ich da eh zurück müssen für sowas. Alles permanent voll. Voll. Wow, ach come on. Wie soll ich mir entscheiden, wo ich fallen kann und wo nicht? Was denn das? So sind die Sachen noch auf. Gut. Eine Fresse. Ja gut, feine Dinge, das kennen wir alles schon, ne? Oh. Stuff. Der Held der Sowjetunion-Orden. Er war die höchste Auszeichnung für heldenhafte Taten. Vielleicht von einem Offizier im Gulag? Haben sie dir in die Brust geschraubt oder was? Oder ist das für die Wand oder so? Oh. Gib mir Russisch. Muss noch Russisch. Ein sowjetisches Schild. Frei werden. Nicht genug. Okay, was hat das gesagt? Nichts. Ui. Hab ich dich erschossen? Nee. Ist hier was? Ne, du bist das nur. Okay. So, was habe ich gerade aufgemacht? Okay, da würde es runtergehen wieder, aber. Ich will jetzt gerade nicht runter. Jetzt. Pilze ist gut. Giftpfeile muss ich dran denken, immer welche zu machen mal. Aber wir benutzen sie zu wenig. Okay. Und hier könnte ich dahin? Da könnte ich da hoch und könnte ich dorthin. Wozu das Ganze? Ich kann hier unten rein, ich kann da hoch, da rein, aber ich muss doch hoch. Und so hier? Gehst du auf oder sowas? Nee. Wieso?
Ich bin verwirrt. Aber ich bleibe dabei. Ich werde jetzt einfach erstmal weitergehen, bis ich das Messer bekomme. Wie offensichtlich auch wann gibt. Weil das brauche ich ja hier eben auch hunderte Male gefühlt. Naja, komm hier. Muss nicht mehr wissen, was es tut. Du weißt, Seildingens, das heißt, schieß mit deinem Bogen gegen. Fertig. Ich muss unbedingt irgendwie Waffen mal verbessern und die Teile verbrauchen. Ey. Oh Gott. Scheint keinen zurückzugeben, wa? Außer jetzt mit Schnellreise natürlich. Sieht wieder so nach einem Münzversteckteil aus. Eine kleinere Großfläche sozusagen. Aber wenn man... Komm, wir hämmern einfach die Taste. Gut, Erz. Und das sieht aber auch wieder so ein Einmalgebiet aus. Weil es so zerbrechlich ist. Also, das widerspricht so Münzverstecken. Ach, naja. War nichts. Gut. Alle möglichen Artefakte. Passt zur Beschreibung aus den Sowjet-Infos. Hier müssen sie zu den Ruinen durchgebrochen sein. Schon Spuren von der Gefangenen? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Aber der Kontakt zum Suchtrupp unten ist gerade abgebrochen. Verstanden. Ich melde davor, dass wir aufpassen sollen. Bewegt sich irgendetwas? Negativ. Aber ich habe einen guten Aussichtspunkt. Ich melde mich, wenn ich was sehe. Over und aus. Weiß, der hat sich offensichtlich hingestellt zum leicht erwürgen lassen. Aber ich werde die versuchen, mir die Kopfschüsse in Reihe zu haben. Man hätte auch da hoch gekonnt, scheinbar. Wait, irgendein Ding ist nichts. Aua. Fliegen die Bretter ins Gesicht. Das Poltergeist oder sowas? Immer scheinbar, wenn wir so oder so auf die Seite gekommen irgendwie. Gut, nichts verpasst. Das sieht aber nicht mehr sehr stabil hier aus, oder? Kiste. Wait. Ach, diese Art ist das. Das ist das so eine Art Kiste. Gut zu wissen. Ich dachte mehr so an so Schatzkiste in die richtige Richtung. Naja. Compound Bogen Teil 3. Das ist auch so ein Seil zum Runterfahren wieder. Ich habe so lange keine Flaggen gesehen, aber ich habe auch kaum drauf geachtet, muss ich sagen. Ja, okay. Da ist sie! Feuer frei! Ach, fuck. Los jetzt! Unter Beschuss! Gut, dass Finesse ignoriert, wenn man daneben ballert. Er wirft die Granaten. Zeig dich. Oder wo ist deine Position? Ja, da hast du fast gewesen, aber nein. Weg zurück? Nee.
seid ihr? Oh, da seid ihr. Boah. Mach schon wieder alles voll. Die Rote Armee hat den Tempel des Prophetensegens gefunden. Sie haben die normalen Arbeiten eingestellt und plündern die Reichtümer unserer Vorfahren. Wir sind bereit. Gemeinsam mit den anderen Gefangenen haben wir Waffen und Dynamit gesammelt. Sobald die Wächter erwachen, werden wir das Chaos für eine Revolte nutzen. Die Rote Armee war schonungslos zu uns und wir werden es ihnen heimzahlen. Wir hören erst auf, wenn alle Invasoren tot sind. Nur dann wird unser Geheimnis sicher sein. Okay. Okay. Alle Ecken doppelt schauen. Ja gut, dann weiter hoch oder... Nein. Ne. Geht es schon wieder runter? So gibt es 100 Wege wieder zurück, ey. Wo sind die ganzen Gegner? Hier waren, es ist noch mehr, oder? Wir sorgen, weil so wenig los ist. Es ist zu ruhig. Es gibt Probleme. Riesenprobleme. Ich habe etwas rumgeschnüffelt. Ein paar Dateien für mich gespeichert und dabei eine Korrespondenz gefunden. Über mich. Und ich fürchte, ich sollte sie finden. Der Sicherheitschef weiß, dass ich Daten beiseite schaffe. Vielleicht schon die ganze Zeit. Im Moment beobachten sie es nur. Sie wollen wissen, was ich bezwecke. Ich wünschte, ich wüsste das. Ich werde sterben, nur weil ich neugierig und dumm war. Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity, sie sind groß und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Arsch bin. Also, bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gern persönlich sagen. Umgelaufen. Nichts zum Anzünden da. Doch, hier ist was. Kann ich die so weit mitnehmen? Leitern technisch. Gut. Noise. Ha. Yeah. So gut. Oh, schau. Die Pillendose eines Mannes, verziert mit Hammer und Sichel. Das Innere ist mit Rückständen versehen und riecht stark. Irgendeine Art von Amphetaminen. Oh, noch eine. Oh. Und hier sind die Flaschen dafür. Yay. Cooler Wurf. Rückhand durch den eigenen Körper. Nimm die Flasche mal mit, oder? Will ich hier noch welche? Das Dokument schwebt immer noch im Himmel. Naja, mal sehen. Das Sprachding ist von da vorne eben war auch im Himmel vorher. Also. Ach, hier ist nichts, ne? Ich glaube nicht, dass ich die Flasche hier mitnehmen kann. Ach komm,
Ich gehe halt einen Meter näher an die Kante. Mann. Lara, sind Sie da? Ich komme hier nicht weg, Lara. Sie müssen nach... Jacob! Mist. Verdammt, Ruhe. Ziemlicher Aufwand, das alles zu... Mist, Sie sind schon drin. So Gott will, das wäre fast zu einfach. Lasst mich mal das Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Safe? Im Verzeichnis steht, dass die Sowjets die wertvollsten Artefakte in diesem Safe gelagert haben. Machen wir ihn auf. Wer hat den Schneidbrenner? Schon dabei. Okay, der Rest von euch nichts anfassen. Katalogisiert alle Artefakte, die ihr findet. All das hier stammt aus der Mine? Ja. Nach den letzten Meldungen wurden die Arbeiten eingestellt, als der Ort entdeckt wurde. In den Wirren unmittelbar danach muss es zum Aufstand gekommen sein. Das Zeug ist uralt. Die Schrift ist nicht russisch. Eine Ahnung, woher sie stammt? Eine Mischung aus griechisch und mongolisch, glaube ich. Vorsicht, nur die Scharniere. Nicht so einfach. Da, das Ding ist zugeschweißt. Das wird ein Weilchen dauern. Ich will reinschauen, bevor Konstantin hier ist. Schon klar, aber davon schmilzt das Metall auch nicht schneller. Okay, dann erklär du, warum er noch nicht auf ist. Noch gesagt, warum. Wann wird Konstantin hier sein? Er ist unterwegs zu den oberen Minenschächten. Die Messwerte aus dem Inneren sind vielversprechend. Aber er schickt seine Leibwache zu unserem Schutz. Shit, hält er die Gefangenen immer noch für eine Bedrohung? Du hast nicht gesehen, was sie im Gulag gemacht hat. Sie ist eine Bedrohung. Böses Lara. Ja, ihr seht euch alle gegenseitig, ne? Kann ich natürlich nicht sagen. Wenn es das ist, Gott, war ein verdammt schwerer Weg bis hierher. Das heißt, dass es sich lohnen wird. Haben Sie eine Ahnung, was das Zeug in einer Mine mitten in Sibirien zu suchen hat? Na, wie viel habt ihr noch? Ja. Achtung, Angriff! Wer? Ja. Das ging erschreckend gut. Stell dir vor, ich könnte jetzt einfach aufstellen mit Gewalt. Ja, die Manns hätte sie in Brand setzen sollen, natürlich. Offensichtlich. So, ich bin jetzt hier. Okay, dann werde ich das vielleicht nicht mehr hier finden. I don't know. Naja. Oh, jetzt komme ich am Feuer nicht vorbei. Und jetzt wissen sie, dass ich da bin. Man sollte eigentlich im Kampf sein. Er ist tot. Wow. Durch die Gegend wirfst, ist klar. Sichtbestätigung. Tötet sie. Sofort.
Ja, Sir. Ausschwärmen. Wir haben sie umstellt. Oh. Gib doch nicht meinen Kopfschussbonus auf. Oh. Ich kann schießen. Ich werde nicht mit. Sie ist flankiert. Ernsthaft, das hat deinen Kollegen gekillt. Und schon wieder. Vorbei. Ja. Ich habe auch einen Easy Mode im Notfall. Aber du meinst, da ihr meine Streak versaut habt. Mit Teamkills. Oh, du Scheiße, ey. Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind Sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. What? Einfach rein? Dieser Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben Sie hier unten gefunden? Genug, um Sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt ist es sicher. Oder zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Wir müssen an ihnen vorbeischleichen. Ja, aber wir müssen uns beeilen. Wenn der Tunnel einstürzt, sind wir hier gefangen. Hey, hier drüben haben wir schwere Schäden. Ich glaube nicht, dass der Tunnel stabil ist. Konstantin wird keine Entschuldigung akzeptieren. Starte den verdammten Bohrer. Wir können den Tunnel später abschließen. Hey! Jacob! Suchen Sie Sophia! Trinity ist hier! Okay. Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Das ist nicht gut. Vielleicht kriegen wir den Aufzug in Gang. Es muss doch einen Weg darauf geben. Moment! Ich glaube, ich kann... Okay, okay. Ich kann die Konsole mit Strom versorgen. Wir können nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Wir müssen den Lift reparieren. Ich weiß. Lasst mich kurz mal was versuchen. Verdammt.
Verdammt, der Aufzug steckt fest. Die Schiene sieht durchgerostet aus. Okay, schaut euch um. Sucht etwas, um ihn loszukriegen. Schon dabei. Der trägt einen Helm, wa? Natürlich trägt er das. Nope. Keiner da. Okay, die Konsole hat Strom. Ja. Runter. Oh Mist. Und jetzt? Oh wait. Bewegen. Nein. Schlechtes Outfit fürs Beispiel. Wir sind in den Bergen. Es ist kalt. Außerdem hat sie doch von Jacob im letzten automatischen Outfitwechsel die Dinge bekommen. Jack. Könnte nützlich sein. Ein Messer? Jö. Ist er nicht ohne Messer losgezogen oder hat sie es auch nur verloren? Wie am Anfang, wo wir alle Ausrüstung verloren haben. Oh, jetzt hat sie die Jacke an. Wird schon stimmen, ne? Willst du mir sagen, dass der Fahrstuhl an einem normalen Seil hing? Na gut, warum auch nicht, ne? Naja. Jetzt haben wir zumindest ein Messer, das heißt, wenn wir jetzt ins letzte Großgebiet so gehen, können wir zumindest ein bisschen mehr anstellen. Mir fehlt immer noch Granatenwerfer. Diese Blechtür. Muss ich mir Münzen kaufen. Ah. Wait. Fuck. Und zwei Holz für bekommen. Aber aus Vollständigkeitsgründen muss das eh gemacht werden. Gibt's viel? Och, das. Okay, die Mine ist größer als erwartet. Oder Fläche ist ja genauso groß wie vorher. Ja. Was nochmal, was gibt's hier alles? Es gibt Relikte, Thron, Dokumente, 5. Wandgemälde, richtiges Wandgemälde wieder, okay. Gut, die haben mir gesagt, irgendwas wie alte Sachen ausgraben, also alte Sachen. Okay. Nicht, dass hier hinten nochmal irgendein Dings liegt. Dokument. Und in den Ecken. Das Messer aufgehoben. Aber kein Dokument. Gut. Nicht, dass ich nochmal zurückrennen muss wegen einer Sache. Also müssen nie, aber. Hier ist eins. Ich bitte um die frühestmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesh entdeckt zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Oh.
Ja, wir können jetzt Fallen sehen. Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen, uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen. Auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden. Oh, das war knapp. Sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern, nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Ja, wegen der Bestrafung, Idiot. Wieder getrennt. Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? Auch von nichts von dem Scheiß, aber gut, die Teile brauchen wir auch gar nicht. Nachladen. Schrauben, die wir finden, die ganze Zeit Schrauben, die wir nicht verwerten können. Benutzen wir sie doch einfach mal. Brauchst du das nicht für dich? Okay, du brauchst Felle. Na gut, hau rein. Heilzeit ist mir egal, ich muss alles andere machen. Ich benutze den mal, auch wenn ich nicht glaube, dass ich benutzen muss irgendwie. Also muss sowieso nicht, aber benutze den ja nicht, also ich weiß nicht, schadenstechnisch oder so weiter. Noch zwei weitere, welche kommen schon runter. Los von oben, nutzen Sie das Messer. Um von oben drauf zu hüpfen, gib ihm. Spielen wir jetzt Far Cry, oder? Naja, Ausweichkonter und Zeitbrechen oder sowas. Okay, das hatte. Naja. Nahkampfschaden. Schnelleres Heilen. Könnte nützlich werden noch. Diese Pfeilsuchen-Gedöns. Nee. Munition an Leichen. Nee. Leicht fallen. Hohe Spitzgeschosse. Großes Schaden verursachen und sich für ein tödliche Wirkung. Es steht aber nicht, dass die Kopf durch, also Helm durchdringen oder sowas. Handobjekte. Was? Detonationsradius. Naja, du benutzt es ja nicht wirklich zum Töten oder so, ne? Ganz ehrlich? Das Problem, alles kollidiert mit Finesse. Zum Heilen. So, was haben wir unten? Weniger Schaden durch feindlichen Schuss und Nahkampfangriffe. Wow. Kein Schaden durch nach dem lautlosen Kill. Nach dem lautlosen Kill sollte ich unbemerkt sein. Ausweichkill Meister, ja, habe ich schon gedacht. Mit Rüstung kann er killen. Und nachher halt unverwundbar. Klingt nicht verkehrt. Irgendwelche Pfeilschuss-Sachen verbessern, die wir nicht mehr haben. Führen Sie einen Bogen. Exekutions. Oh nee, ich gibt's den Kram wieder. Exekution mit extra Waffen. Drücken Sie im Sprung bla um Sprung Reitblatt. Okay, die Dinger. Intuitiv. Übrigens zeigen gelegte Dokumente und in der Nähe, sogar durch solide Mauern hindurch. Ah. Schadet nicht. Napalmpfeiler. Gut, wir haben noch keinen Feuerpfeil. Größte und Dauer der Giftwolke. Man schießt auf die, die sterben alle im Ding. Ist aber gut. Streubombenpfeil. Na gut, selbsterklärend. Ich glaube, wir nehmen einfach das mit. Und gucken wir weniger rum. Sparen wir uns damit minimal Zeit sogar. Wo sind die Stellweise? Nein. Gut. Eine Sache noch, die wir vielleicht mal aus Spaß ändern können. Anderes Outfit. Was haben wir gerade? Pfeile nicht reduzieren. Den haben wir gekauft. Wie siehst du denn aus? Weird. Komm, wir benutzen es mal.
Endlich gekauft. Durch die Mission freigeschaltet. Das Wandbild zeigt den Propheten, wie er in Konstantinopel predigt. Ich habe eine Tarnhose. Kann ich jetzt so einen Witz machen wie, Lara hat keinen Arsch, weil ich ihn nicht sehen kann? Diese Ruinen sind unglaublich. Uff. Okay, wir sind bereit. Schieß schon. Oh nein. Guter Schuss. Das wird wohl halten. Okay, brechen wir die Tür auf. Offenbar hatte Anna recht mit der verlorenen Stadt. Die Quelle muss irgendwo hier unten sein. Mal sehen, ob ich zu dir sprechen kann. Könnte ein anderer Weg hier raus sein. Dann der Plan. Versuch nochmal Overwatch zu erreichen. Vielleicht rücken sie Hilfe, wenn sie wissen, was wir überlebt haben. Haben wir das vor ein paar Minuten versucht? Wir müssen es nicht außer Rauschen. Scheiße, wieder ein Helm. Kann ich den Helm eine Zeit lang ignorieren? Nichts über Funk. Unterwegs die toten Sowjets gesehen? Es sind ein Haufen Felsen und Eis im Weg. Was meinst du? Wenn wir Glück haben, hören sie es ein paar Mal rauschen und merken, dass wir noch leben. Dann sind wir also auf uns allein gestellt. Noch ein Grund, einen Weg nach draußen zu suchen. Die sehen sich jetzt alle gegenseitig, oder? Natürlich. Die kann ich zumindest mit dem Kopfschuss problemlos killen. Das heißt problemlos. Wir werden angegriffen! Gut, das sind keine Schreie, sondern nur Schüsse hören der anderen. Ach, schon wieder ein Helm. Wir werden angegriffen! Schwärmen wir aus. Gib mir Unterstützungsfeuer! Jetzt! Unter Beschuss! Autsch. Weg hier! Kopf aus. Ich muss jetzt zweimal drauf schießen. Granate raus! Bitches. Genossen, eine Antwort auf meine Berichte ist unerlässlich. Wir benötigen hier dringend Vorräte und Verstärkung. Ein Aufstand ist in vollem Gange. Die Gefangenen kontrollieren die Ausgrabungsstätte und die umliegenden Anlagen. Als Vergeltung habe ich Massenhinrichtungen der einheimischen Gefangenen angeordnet. Mit etwas Glück legen diese Rebellen die Waffen nieder und ergeben sich, um ihre Landsleute zu retten. Lief wohl nicht gut. Cool. Ich dachte, das wäre das, was ich kaufen muss, aber es gibt wahrscheinlich zwei, ne? Gut, dann soll ich gleich mal direkt gucken, ob ich damit was Sinnvolles basteln kann gleich. Was haben wir denn hier? Willst du mir irgendwas sagen? Ich könnte da halt hochfahren und alles. Mir ist klar geworden, dass unsere Kommunikation sabotiert wurde. Ihr habt meine Nachrichten vermutlich schon länger nicht erhalten. Aber ich sende weiter, wie es meine Pflicht ist. Einheimische haben uns an mehreren Fronten angegriffen, nachdem wir sie mit den Hinrichtungen ihrer Leute unter Druck setzen wollten. Es sind weit mehr, als wir je angenommen haben. Es ist klar, dass sie von der anderen Seite des Berges kommen und ihre Revolte schon seit Jahren gut geplant haben. Wir sind ohne Strom und Wasser und der Winter steht bevor.
Die von uns, die noch hier sind, reisen bald ab. Wir haben einen Zug und wir werden so viele Aufzeichnungen und Artefakte mitnehmen wie möglich. Mit. Zielgeschwindigkeit. Schaden. Also nicht. Kein Teil mehr. Wie ist bei dir? Hörgriff. Erhöht die Hiebkraft durch die Rüstung von Feinden. Zerbricht. Okay. Müssen wir uns mal anschauen. Was ist das letzte? Hellenächsten. Ja. Erlaubt mehreren sofortigen Aufstemmen von Türen. Ah, geht schneller auf. Cool. Nein. Nicht genug Teile, um groß was zu machen. Aber gut zu wissen. Ja, so. Was mache ich jetzt? Na, fahren wir mal rüber, mal sehen, was es noch zu finden oder zu holen gibt, ne? Ich bin froh, dass ich das Ding habe, ey. Vor mir hat schon jemand versucht, die Tür zu öffnen. You don't say. Hier können wir dran hüpfen, dann tun wir es blind. Also sicher ist das nicht schnell. Okay. Okay. Der Truck ist an der Tür verankert. Er könnte schwer genug sein, um sie aufzubrechen. Davon hast geblinkt und okay, wir kommen dann hier rüber. Weil ich gerade durch den Dings geportet war. Ich interessiere ja hier nicht die Hilfestellungen, sondern. Ich muss einen Weg finden, den Truck in den Abgrund zu stürzen. Sind Sachen da? Ist ein Monolith? Da ist ein Monolith da unten, oder? Okay. Gut, ihr weit her. Giftpilze für Giftpfeile. Bei den Wandmetern! Feuer frei! What? Brauche Verstärkung! Ich stehe unter! Er ist tot! Ich werde beschossen! Geld! Sie sind ein Zeug! Nein, wo sonst? Linke Seite! Gebt mir Feuerschutz! Ich gebe dir Feuerschutz! Schützt ihn vor meinen Kugeln mit deinem Körper. Sehr freundlich. Helm, Mann, ey. Er ist betroffen! Ich
Bringen Sie doch endlich mal um. Ja, einfach so. Macht. Was ist der Rucksack? Der Rucksack ist mich wichtig geworden. Was bist du denn? Jetzt ergibt es einen Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge. Ja, all euer Zeug. Auch wieder neue Schrauben. Hier leuchtet auch. Ah, hier komme ich dann hier runter. Hier drunter wahrscheinlich. Hier war doch das eine Dings. Weil, nee, das ist. Ich wollte gerade sagen, aber nee, da unten ist der Speere gewesen. Da unten wird es wohl nicht sein. Stück weiter runter wieder. Stop. Ein goldenes Schwertheft, verziert mit Juwelen, gehörte einem byzantinischen Adligen. Die Klinge ist in der Nähe des Griffs abgebrochen. Ist das im Kampf passiert? Das könnte überall brechen. Position ist jetzt ein bisschen, naja. Hallo. Oh, ich brauche nicht mal scannen. Ich hab doch hier die Löcher gesehen. Oh nein. Es gibt eh Zeitlupenbonus, jetzt mal weg. Springen. Schade. Gut, dass hier nichts liegt, was ich übersehen habe, aber hier vielleicht. Sieht nicht so aus. Ist es gut. Warum? Achso, damit ich nicht andersrum hier reingekommen bin. Deswegen wahrscheinlich, oder? Zum Lesen. Oder Zuhören. Oder beides? An alle, die diese Nachricht erhalten. Ich werde bald tot sein. Und damit auch alles wissen über diesen Ort. Eine Flucht war nie möglich. Wir stiegen für unsere lange Reise in den Zug und mussten feststellen, dass nur wenige Kilometer vom Berg entfernt die Schienen, die wir auf Kosten so vieler Toter verlegt hatten, verschwunden waren. Seit Monaten haben die Einheimischen die Schienen vorsichtig abgebaut und diesen Ort in Vorbereitung ihrer Angriffe isoliert. Wie ihre kostbaren Ruinen werde auch ich bald von Schnee begraben und vergessen sein. Ja, wär's mal netter gewesen. Hättest du dich vielleicht über so aufgenommen. Ergebe mich in Deckung! Das war der Raum! Haltet ihn, Schach! Unterdrückungsfeuer! Ja, mach mal. Treib sie raus! Ich bin in die Position! Mit einer weniger! Werf eine Granate! Ja, töte dann eine Tür wieder. Ne? Ein schneller Schlag. Es ist vorbei! Oh, noch so schneller Schlag. Los jetzt! Hey. Sei doch nicht so ernst.
werde dich töten! Hey, wieso war das kein Finesse-Bonus? Ups. Das gefällt mir nicht. Ich brauch Helm ignorierende Munition. Bin nicht sicher, ob die andere Munition, die du für Pistole bauen kannst, durch Helme kommt. Ich meine, es muss, sonst hat es keinen Sinn, oder? Ja, beim nächsten. Nächsten Skillpunkt können wir sie ja lernen und dann einfach mal. Uff. Ein Glück habe ich diese Nebenmission gemacht, weh? Na gut. Wait. Bist du über mir? Bist du unter mir? Bist du neben mir? Neben mir, okay. Karte! Geheimnis entdeckt, ja, wirklich. Hier was hinter uns? Einzig relevante, nicht gut. Hier unten auch nichts. Oder ist es zu... Wait. Okay. Na gut, wir haben schon alles. Auch alle Verstecke. Neues. Na gut, das ist wahrscheinlich nur... als man was verpasst hat, ne? Macht's auch. Okay. Easy. Alles chillig. Okay, das ist wahrscheinlich nicht so vorgesehen, aber gut. Okay, easy. Ich will mal einen Scanner anmachen, um was zu finden, aber ich habe ja schon alles gefunden. Okay. Ja, oder? Die werden auch mit angezeigt als Dingens. Okay. Na gut, dann machen wir halt einfach. So müsste das klappen. Zieh. Na. Läufst du schon voll, oder? Die Wasserphysik war ja bisher ein bisschen fragwürdig. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Kitash. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle.
interessanter Ort entdeckt. Hier? Oder ganz woanders? Da zeigst du mir sowas bei alten Sachen. Und das kennen wir ja alle schon. Wait. Münzen, okay. Ich dachte, hier liegt eine Schriftrolle oder sowas. Oder habe ich die Sachen vom nächsten Gebiet aufgedeckt? Würde ich auch machen. Easy, nehme ich. Cool. Ja. Okay. Verlasse ich das Gebiet noch? Wir müssen so viel nachholen. Es ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Und nicht geplündert wurde, das ist Gold. Und... Na ja, gut. Die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend. Schön. Ich will... Ich traue mich nicht, das Gebiet noch zu verlassen. Mach jetzt hier für heute Ende und fertig. Nicht, dass ich jetzt nochmal irgendwo ankomme und nicht mehr dazu komme, aufzuhören. Neues Gebiet und so weiter, ne? Einführungen.